Hallo, mein Name ist Islam Jabreiro, ich komme aus Braunschweig, trainiere bei der Fight School Hannover, fahre jeden Tag so 150 Kilometer hin und her, damit ich mein Ziel erreichen kann. Und früher oder später werde ich das erreichen. Ich verteidige zum ersten Mal meinen Titel. Es fühlt sich jetzt nicht so besonders an, es ist ein ganz normaler Kampf für mich. Ich steige in Cage, mache meinen Job und gehe raus. In den letzten 2 Jahren ist schon viel passiert. Ich habe Gym gewechselt, bin aus Braunschweig nach Hannover rüber gewechselt sozusagen. Und ich bin gefallen, wieder aufgestanden, gefallen. Jetzt versuche ich wieder aufzustehen. Und das werde ich tun, ob ihr es wollt oder nicht, da draußen. Vorbereitung sieht ungefähr so aus, wir kommen morgens gegen 9, gegen 10, je nachdem, wie wir es absprechen mit den Jungs. Entweder machen wir, es liegt an Trainer viel, entweder machen wir Ausdauertraining, Pratzenarbeit und halt Abend nochmal ganz normal Kurs für den Profis. Von Montag bis Freitag und Samstag haben wir halt 13 Uhr einmal Training, eine Einheit, machen Sparring 5 Runden, jeder wird durchgejagt. Jede Runde kommt ein neuer Sparringspartner rein. Und so läuft das alles hier bei uns ab. Ich hatte ungefähr vor halbes Jahr letzten Kampf. Und danach, nach 2 Wochen später, wollte ich unbedingt wieder in den Cage steigen. Direkt angefangen mit der Vorbereitung. Aber wir sind halt im Gespräch mit vielen Veranstaltungen gewesen, aber kam es nie. Bis jetzt nicht zustande und vor 6 Wochen habe ich erst erfahren, dass ich meinen Titel verteidigen muss. Da habe ich gesagt, let's go, machen wir. Mit der Ernährung sieht es ungefähr so aus. Ich laufe auch mit 74, 73 rum, muss auf Bantamgewicht. Früher war es easy, da bin ich mit 66 vielleicht rumgelaufen und musste 5 Kilo da abnehmen. Jetzt, ob du es willst oder nicht, musst du es machen. Mit Ernährung achten, keine Süßigkeit mehr. Ich liebe, obwohl ich sehr, 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 sehr liebe Süßigkeit. Bestimmte Rituale habe ich nicht. Ich steige in den Cage, mache meinen Job, kassiere mein Geld, haue den Gegner auf die Fresse und gut ist. Dabei habe ich Spaß. Kurz bevor ich in den Cage sehe, was durch den Kopf läuft, ist, ich weiß nicht, es ist bei jedem unterschiedlich, aber bei mir das Einzige, was durch den Kopf läuft, ist, warum tue ich das? Ich kann doch so wie vernünftige Menschen arbeiten gehen, mein Geld kassieren, zu Hause bleiben. Aber es macht, ich weiß nicht, seitdem ich 5 bin, bin ich in diesem Sportbereich, habe Ringen lange Zeit gemacht und dann über MMA gewechselt. Und jedes Mal läuft das Einzige, was durch den Kopf läuft, ist, warum tue ich, wofür? Und da, wenn du gewonnen hast, dieses Gefühl kann man nicht beschreiben. Du bist zufrieden mit deiner Leistung, freust dich, alle freuen sich mit dir. Viele Freunde werden zum Kampf kommen und du willst ja natürlich die auch nicht enttäuschen, die sind nicht umsonst vor Ort. Die wollen ja natürlich auch dich als Sieger sehen. Speziell, wir haben jetzt nicht unbedingt, man muss nicht unbedingt einen Gameplan haben. Du weißt, was deine Stärken sind. Du gehst in den Cage, guckst, wie der Kampf abläuft, hörst auf deine Ecke. Und wenn ich es nicht schaffe, den runterzubringen oder festzuhalten, ich kann ja auch boxen, wir trainieren alle Bereiche, Grappling, Stand, Boxen, Kickboxen. Und wir haben sehr, sehr viele starke Jungs hier, die im Profibereich unterwegs sind. Adrian, der bei One Championship gekämpft hat. Wir haben einen sehr, sehr guten, erfahrenen Trainer, Pellegrino, der selber ursprünglich aus Brasilien kommt, hat schon bei Ultimate, diese Dana White Show teilgenommen. Bei PFL hat er, jetzt ist er unter Vertrag bei KSV, ICI auch gekämpft. Sehr, sehr erfahrener Typ. Über 50 Kämpfe Profi, 40 davon gewonnen, das sagt schon alles über ihn. Nee, ich gucke jetzt nicht so gerne meinen Gegner an. Ich,
Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Mensch, der auf andere achtet. Ich muss auf mich selber achten und mich verbessern in allen Bereichen. Und wenn ich jemanden die ganze Zeit angucken werde, der ist mein nächster Gegner, was macht er gut, dann verschwende ich nur meine Zeit. Lieber achte ich auf mich und verbessere mich in den allen Bereichen, die noch fehlen, sozusagen. Meine Stärken ist jetzt kein Geheimnis. Ich komme selber ursprünglich vom Ringen, war auch sehr, sehr erfolgreich im Ringenbereich, war in der russischen Nationalmannschaft 2014 noch den zweiten Platz genommen, russische Meisterschaft, war auch in der Nationalmannschaft. Dann 2015 sind wir nach Deutschland gekommen, da ist jeder weiß, wie in Deutschland jetzt abläuft hier alles. Du landest erstmal Flüchtlingsheim, da findest du kein Gym mehr. Und die Sprache, andere Leute, andere Mentalität, andere Tradition, Religion. Und das ist natürlich komplett was anderes. Und ich weiß noch, 2016 oder 2017 habe ich Ringenverein gefunden. Da bin ich jeden Tag aus Braunschweig immer noch nach Hannover gekommen, um zu trainieren, einfach 1,5 Stunden. Das Ringen ist sowieso, das ist jetzt nicht so bekannte Sportart hier in Deutschland. Und dadurch kannst du auch jetzt nicht so krass Geld verdienen. Das einzige Chance ist, in die Bundesliga zu landen. Erste Bundesliga, zweite, dritte, da verdienst du vielleicht 200, 300 Euro pro Kampf. Also es ist halt nur 6 Minuten am Wochenende, immer am Wochenende. Und ich bin jeden Tag hin und her gefahren und dann habe ich in Braunschweig ein Gym gefunden. Da habe ich auch lange Zeit trainiert. Das heißt lange Zeit, so 1,5 Jahre. Und da gab es jetzt nicht so viel Möglichkeit, kein vernünftiger Trainingspartner, Sparringspartner sozusagen. Ich habe mich immer, musste mich selber auf Vorbereitung, ins Vorbereitung selber mich ziehen, denken, was ist jetzt, mich um alles selber kümmern. Und jetzt habe ich ein vernünftiges Team, vor allem bisher Gym gewechselt, bin nach Hannover gekommen, habe jetzt David Bonnagay als Trainer. Der ist quasi der Besitzer von Fight School und der Pegino ist auch als Trainer dabei. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr erfahrene Trainer hier, die die Boxenbereich in der Bundesliga, erste Bundesliga trainieren. Und hier geben die Kurs Kickboxen genauso. One Championship, Alien macht Kickboxen, Boden macht Pegino, David, immer mehr machen die beide auch. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr erfahrene Leute. Also, ich weiß nicht, im Kopf gewonnen, was die dabei sich denken. Wenn man schon in den Cage steigt, dann muss man schon wissen, es hat gar nicht mit Kopf zu tun. Du steigst in den Cage, du wirst genauso den Gegner hauen wie er dich und den besiegen. Und je nachdem, ich weiß nicht, manche machen es, weil denen es Spaß macht, manche machen, wollen dadurch Geld verdienen, hochkommen, groß werden. Aber das ist so eine Sache, wenn du 8 Wochen dich vorbereitet hast, hart auf Diät, Ernährung und das läuft alles durch den Kopf. Wenn du dich von Kopfsachen ablenken lässt, dann brauchst du gar nicht mehr zum Training kommen, kannst zu Hause machen oder als hobbymäßig hier vorbeikommen, einfach deinen Kurs machen und nach Hause gehen. Für 2022 ist jetzt kein Geheimnis, ich habe meinen Titel in Berlin, Mercedes-Benz Arena gewonnen. Und wenn es jetzt alles nach Plan läuft, dann würde ich gerne Gewichtsklasse wechseln, eine Gewichtsklasse hochgehen und mit den Champion 66 kämpfen. Aber erstmal muss ich meinen Titel verteidigen. Danach reden wir darüber. Können wir auch gerne machen.